So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, Folge 34 müsste es mittlerweile sein in unserer Season 1, Episode 1, Season 34, ich glaube schon. Ja, und damit willkommen zurück. Boah, ich hatte eine längere Aufnahmepause. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich hatte zwischendurch mal ein bisschen Minecraft so privat gespielt, auch unter Freunden. Und, hab so ein bisschen, mir ein kleines Päuschen gegönnt. Nun bin ich wieder da, geht's wieder weiter. Ich habe auch fleißig eure Kommentare gelesen. Ich habe übrigens, rausgefunden durch einen findigen Zuschauer, dessen Name ich jetzt gerade nicht mehr weiß, mir gesagt worden ist, dass ich nur mit einer Steinspitzhacke wohl Eisenerz abbauen kann. Und, nun ja, gut. Dann weiß ich das jetzt auch. Und, ich hatte jemanden, ich weiß nicht, wer es jetzt gewesen ist, hat er mir sogar gesagt gehabt, dass man pinke Gläser haben möchte, also pinke Scheiben. Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen was im Kloß. Das ist, mein Gott, mein neuer Biorhythmus. Das ist echt schlimm. Ich nehme das morgens auf. Und da bin ich gerade frisch aus der Dusche gekommen und habe gedacht, komm, ich setze mich jetzt hin und mache eine weitere Folge. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie ich das hier sortiert hatte. Das ist echt, wie gesagt, schon etwas länger her, wo ich jetzt hier gespielt hatte. Deswegen nimm mir das jetzt nicht übel, wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen raus bin. Deswegen muss ich da jetzt erstmal schauen, dass ich erstmal mir das hier so ein bisschen sortiere wieder. So, machen wir das mal so. Das gehört nicht da rein. Das Holz könnte man noch da reinpacken. So, das kommt nicht. Das weiß ich. Das war woanders. Das war hier, war das. Genau. Hier hatten wir die ganzen Holz- und Steinbauteile. Kohle und Co. war genau. Da waren die Goldbarren. Krimskrams war, glaube ich, hier. Genau. Da müssen wir übrigens noch eine zweite Kiste bauen. So. Da haben wir noch eine weitere Karte. Genau, wir haben insgesamt, glaube ich, genau zwei Karten haben wir. Eine leere Karte und hier haben wir eine volle Karte. Ich werde die volle Karte mal mitnehmen und die leere hier lassen. Ansonsten haben wir genug, wir haben genug zu essen. Wir haben Fackeln. Seht ihr, Fackeln können wir noch gut gebrauchen. Schau mal, haben wir hier noch Fackeln irgendwo rumfliegen? Bauelemente. War nichts drin. Was wollten wir denn eigentlich in Bauelementen reinpacken? Ich war mir da jetzt gar nicht mehr so sicher. Hier war noch gar nichts drin, ne? Ne. Wir haben keine Fackeln mehr. Ach, Bauelemente. Achso, das ist beides dasselbe. Achso, okay, ja, genau. Ihr seht, ich bin schon, wie gesagt, ich bin schon länger nicht mehr hier gewesen. Schon länger keine... Wie gesagt, ich hatte jetzt, glaube ich... Boah, wie lange war... Das ist jetzt bestimmt 2 Wochen Aufnahmepause gehabt. Wenn nicht sogar noch länger. Ich schau mal eben, dass ich mal eben hier ein paar Fackeln mache. Dazu brauche ich aber auch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle nehmen wir mit. Und ich bin wieder auf der Suche nach Eisenerd. Mein Alter, das mit der Tür, ne? So, der Ofen brennt übrigens noch. Nicht zu viele machen. Immer so im Wechsel. Dann verbaue ich mich da nicht. So, okay. Dann können wir jetzt Fackeln bauen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo die nochmal waren. Ich glaube, hier hinten waren die. Ja, sehr geil. Lal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 
demnächst. Vielleicht mache ich auch eine. Was brauche ich denn für eine Goldrüstung? Ich schau mal eben. Fünf Stück, ne? Jeweils. Oh, da brauche ich noch viel mehr. Wie viel haben wir denn insgesamt an Gold? Barren? Ich weiß es gar nicht mehr. Da haben wir noch die, genau. 14 Stück haben wir da. Naja, gehen wir erstmal. Ich würde sagen, wir lassen. Wie viel haben wir denn da oben noch? Einer noch, ne? Müsste nur noch der letzte sein. Dann wird es, glaube ich. Ja, fertig. Geil. Cool. Mein Gott, wie viel Eisenbarren wir jetzt schon haben, ist ja der Wahnsinn. Ist ja unglaublich. Das wird immer mehr. So, ich habe gesehen, es ist Nacht draußen geworden. Deswegen werden wir mal schlafen gehen. Und ich frage mich, wie gesagt, irgendjemand hatte mal gesagt gehabt, ich soll mal pinke Fenster machen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wie die funktionieren, die pinken Fenster. Warte mal, da muss ich mal bei Fensterscheiben mal eben gucken. So, wie kann ich die denn? Weiß gefärbtes Glas. Ah, hier. Magenta ist das, glaube ich. Was brauche ich denn da? Huch. Was ist das denn da? Beschreibung. Farbe Magenta. Wo kriege ich denn Farbe Magenta? Ach, durch Wolle wahrscheinlich, ne? Lehm, da ist Wolle. Ah, da brauche ich ein Schaf. Da brauche ich ein Schaf. Da brauche ich ein pinkes Schaf. Jetzt ist natürlich die Frage. Na toll, das bringt's jetzt auch hier, das Ding. Da ist überhaupt gar kein Wasser drin. Ich dachte, wir kriegen irgendwie einen Wasserspender dadurch. Hey, unsere Dachterrasse. Müssen wir noch ausbauen übrigens. Ich frage mich gerade, wo wir ein pinkes Schaf herkriegen. Können wir das züchten? Naja, gut. Ich würde gerne, bin ich ganz ehrlich, gar nicht mehr so gerne jetzt in die Höhle gehen, weil die haben wir ja eigentlich so weit haben wir die ja eigentlich erkundet. Hatten wir die Türen jetzt eigentlich schon safe gemacht? Ja, hatten wir. Huch. Ach ja, stimmt. Hier ist ja der Creeper lang gelaufen. Das können wir mal eben zumachen. Da haben wir mal eben was zu tun. Ich weiß, wir hampeln gerade immer noch wieder so ein bisschen rum. Aber zu unserem Vorteil. So. Jetzt werde ich das mal eben schnell hier zumachen wieder. So, zack, zack. Da kommt auch einer hin, da auch. Da auch, da auch, da auch, da auch. Das soll ja wieder ordentlich sein hier, ne? Ne? So. Dann schauen wir mal. So. Ne, der kann weg. Ich glaube, so irgendwie war das, glaube ich, gewesen. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich mache mal hier noch einen hin, noch eine Reihe. Hier fließt das Wasser auch hier lang. So. Ja. Hier noch eine Reihe hin. Sieht das ein bisschen ordentlicher aus. Na. Wirst du wohl da heißt. Ich glaub's ja wohl. Ich glaub's ja wohl. Ja, mittlerweile ist ja die Let's Play Live-Show auch schon wieder. Wenn die Folge raus ist, sind ja schon mittlerweile wieder. Ach, das ist auch weggegangen. Okay. Mittlerweile sind ja schon wieder. Ich glaube, 2 Wochenenden in der Let's Play Live-Show vergangen oder sogar 3. Und ja, wir haben, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, wir haben Soma durchgespielt. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, Soma, ich bin komplett bei Soma durch. In der Let's Play Live-Show im Live-LP und du auf YouTube, der die Folge hier gerade sieht. Ja, falls du da Interesse hast, dir das nochmal anzugucken. Die Folgen sind auch schon hochgeladen auf YouTube. Das heißt, die werden bald hier erscheinen. Das heißt, du verpasst nichts. Es sind einige Folgen, muss ich mich entschuldigen. Einige Folgen konnte ich leider nicht mehr retten. Es waren insgesamt, glaube ich, 2 Folgen.
die komplett zerstört waren, weil da Soundprobleme drin waren. Es sind einige Folgen, da sind die Soundprobleme noch drin, aber nur minimal. Aber ich wollte euch das nicht zumuten, wenn das Ganze die ganze Zeit immer so klingt. Weil der Spielesound ist da, aber mein Mikrofon, ja, ist so nicht da, wo es hin soll. Mein Mikrofon-Sound. So, warte mal eben. Ich habe heute irgendwie ein Kloß im Hals. Mein Gott, mein neuer Biorhythmus, ne, das ist echt schrecklich. Ich habe mir momentan angeeignet, früher aufzustehen. Also wieder so einen neuen Rhythmus reinzukriegen, weil sonst war das immer bei mir gewesen, dass ich... Was steht da hinten? Ach, ein Pferd, ich dachte schon. Dass ich eigentlich immer abends länger wach bin und ja, morgens eigentlich ziemlich lange schlafe, oder was heißt ziemlich lange schlafe, dass ich, ja, so 10, 11 Uhr aufstehe und das ist nicht so meine Welt. Also ich stehe gerne früh auf, bin ich ganz ehrlich, weil hat man auch viel vom Tag. Klar, man ist abends müde, kann man sich ja nochmal nachmittags hinlegen, wenn es geht. Obwohl ich eigentlich auch kein Mittagsschläfer bin. Und ja, deswegen führe ich jetzt momentan gerade so ein bisschen ein, dass ich einen neuen Biorhythmus kriege, dass ich immer so gegen 8 Uhr, 8:30 Uhr mal so um den Dreh aufstehe. Und ja, gut, so, mein Gott, ist meine Nase auch gleich schon wieder zu. Ich glaub's nicht. Das habe ich morgens. Habt ihr das auch immer, wenn ihr morgens aufsteht, dass ihr dann immer so eine zuge Nase habt? Also nur morgens. Und dann geht das irgendwann so im Laufe des Tages, geht das immer weg. Im Laufe des Tages verschwindet das und taucht nur morgens immer auf. Also bei mir ist es zumindest so. Ich weiß gar nicht, wovon das kommt. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Pilgertour. Das hatte ich vorgehabt. Und zwar, ich wollte ein bisschen so unsere Umgebung erkunden. Wir haben ja eine Karte bei uns und können ja quasi, können ja quasi ein wenig erkunden. Da hinten ist übrigens eine Insel, wenn ich das richtig sehe, wo wir mal hingehen werden. Mein Gott, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir schon bei Folge 34 sind. Wie viel Episoden das schon sind. Also, wie viel Videos das schon sind und was wir schon alles erlebt haben. Wenn ich überlege, ich hatte Weihnachten letztes Jahr angefangen. Das ist unglaublich. Da scheint es, glaube ich, nicht so interessant zu sein. Ich glaube, ich werde mal versuchen, da hinten hinzukommen. Einmal hier wegmachen, hier in den Baum. So, damit ich hier durchschwimmen kann. Da hinten ist auch so eine kleine Insel. Ich weiß nicht, ob da was Interessantes ist. Also rechts am Bildschirmrand. Ich werde mal dahin, weil... Na, ich weiß nicht. Ich gehe erstmal außen rum, damit ich nicht komplett durch den See schwimmen muss. So ein Bötchen wäre cool. Ach, man kann sich ja ein Boot bauen, ne? Stimmt. Da wir ja eh schon so viel Wasser haben, frage ich mich gerade, ob wir uns nicht ein Boot bauen. Die Frage ist nur, was wir für ein Boot brauchen. Ich gehe mal eben schnell nochmal zurück. Weil, wie gesagt, wenn wir eh so viel Wasser hier um unser Gebiet haben, wäre es doch sehr sinnvoll, wenn wir ein Boot besitzen. Ach übrigens, ich habe meinen Charakter geändert, das sehe ich gerade oben links. Den werde ich mal ganz schnell abändern. Und zwar hatte ich ja den... Wo habe ich ihn denn? Da ist er. Unseren Robinson Crusoe Castaway Typen. Ach, der hat er gar nicht übernommen jetzt. Das ist natürlich super. Ausgewählt. Er soll ihn auswählen. Ach doch, stimmt. Wir haben ja die Rüstung an. Er hat wenigstens Klamotten an. Er läuft aber wenigstens nicht mehr nackig rum oder in den alten Lumpen, die er vorher anhatte. So. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Da ist das Dorf. Ja, das ist jetzt noch relativ einfach. Aber wie gesagt, wir gehen auf jeden Fall noch auf Pilgertour. Das ist auf jeden Fall noch auf Erkundungsreise. Denn wir werden ja... Wie gesagt, momentan habe ich nicht so die große Lust, wieder in die Höhle zu gehen. Weil eigentlich haben wir ja schon so gut wie alles erkundet. Vielleicht finden wir ja noch eine andere coole Höhle. Und, was wollte ich jetzt? Ach so, wegen Boot, ne? Habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Ach, das ist aber auch nicht einfach. Das ist aber auch nicht einfach mit dem Flexi. Der vergisst immer so viele Dinge. So, jetzt muss ich mal schauen. So, wo haben wir denn hier ein Boot? Boot, 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 Boot. Ich fahre mit meinem Boot. Dann bin ich in Not. Eine Jukebox, oh yeah. Ich weiß, dass es ein Boot gibt. Jetzt muss ich mal schauen. Da! Ja, 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 ja. Kann man kein Boot aus Eisen bauen? Nur aus Holz? Ach, das sieht ja knuffig aus. Das bauen wir uns mal eben. Bauelemente, da haben wir nämlich schon was von. Nehmen wir mal das Holz mit. Könnten ein bisschen Holz hacken im Übrigen demnächst auch. Dschungelholzbretter in Rot habe ich sogar auch. Da habe ich sogar noch einen hier oben. Wie viel brauchen wir denn davon? Waren das 6? Entschuldigung, ich musste gerade mal ganz schnell niesen. Oh mein Gott, ey, das ist aber auch schrecklich, das mit diesen Morgens so dieses... unglaublich. 5 brauchen wir davon. Mal eben schnell einen Schluck Kaffee trinken. 5 habe ich jetzt gesagt, ne? Da haben wir schon 5. Aber dass man sich nur ein Boot bauen kann aus Holz, ich war mir sicher, dass das auch anders geht. Naja, auf jeden Fall mal ein Boot. Die Frage ist jetzt... Hallo? Diese nervigen Türen, ist ja unglaublich. Kann ich da nochmal eben kurz die Beschreibung lesen? Wird verwendet, um schneller als schwimmend übers Wasser zu reisen. Na, das klingt super. Ach, es wird schon wieder Nacht. Oh, nee. Ach, komm. Ach, komm. Na, dann legen wir uns schlafen. Ist ja nicht so schlimm, sind wir in der Folge 2-mal schlafen gegangen, aber dann wird es wenigstens hell, haben kein Theater mit Monstern etc. pp. Theater und wir müssen hier raus. Die Bude ist schon so groß, dass ich mich schon darin verlaufe. Könnt ihr euch vorstellen? Wenn ich mir jetzt überlege, ich baue mir da so einen riesen Palast hin, ich würde da niemals rausfinden. So. Dann können wir ja auch theoretischerweise mit dem Bötchen zu der anderen Insel schwimmen, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren soll mit dem Boot. Hallo, Huhn. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich leg jeden Tag mal ein Ei. Vielleicht auch mal 2. Ah, das ist ja cool. Hui! Ah, das ist ja cool. Ich bin Robinson Crusoe. Und ihr kriegt mich nicht. Ah, das ist ja geil. Ich komme mir gerade vor wie bei Stranded Deep. Diesen Indie-Game, wo man auch so mit so einem Boot immer zu den Inseln paddeln muss. So Survival-mäßig. Hui. Aber auf der Insel scheint aber nichts Großartiges zu sein. Fahren wir mal zu der hier. Oh, was ist denn da hinten? Hui. Sieht ein bisschen aus wie bei Assassin's Creed gerade, ne? Fehlen nur noch die Bootkämpfe, die Schiffskämpfe. Ich bin ja echt am überlegen, ob ich mir irgendwie nochmal Assassin's Creed Black Flag nochmal organisiere. Weil ich würde doch gerne das Let's Play zu Ende führen. Weil es war schon irgendwie... Es hat eine... Ich muss mich echt entschuldigen, wenn er zu nah ist. Dann muss ich gleich mal eine Pause mal machen. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht teilweise auch. Es war schon echt... Obwohl ich ja kein Assassin's Creed Fan bin. Aber... Was haben wir denn hier? Okay. Cool. Wie steig ich aus? Huch! Nein! Scheiße! Scheiße! Scheiße, das Boot ist kaputt gegangen. Fuck, nein! Fick, fuck, fuck, ich baue mir ein neues. Was ist das? Was ist denn das? Was, von dem, was ist das für ein Boden? Das ist Erde, ne, oder? Ja, Erde. Erde. Und was ist das hier? Kann man das... Wie kann man das denn... Ich kriege davon nichts abgebaut. Okay. Okay. Das ist aber merkwürdig. Sieht aus wie Riesenpilze. Aber wie gesagt, ich bin total der Minecraft-Noob, ne? Also, ihr wisst wahrscheinlich schon, was das ist, aber ich nicht. Und ich kriege es auch nicht abgebaut. Toll, jetzt habe ich das Boot kaputt gemacht.
Und wir haben hier keinen einzigen Baum. Ich kriege ein an der Waffel. Gott sei Dank, dass da vorne die kleine Pippi-Insel ist. Dass wir da mal eben schnell rüberschwimmen können. Ich habe es gar nicht gewusst, dass wir da, ja, dass das Boot kaputt geht, wenn man, sobald man da irgendwie... dass man da, dass das Boot kaputt geht, sobald man da irgendwo aneckt. Ja gut, ist nur ein Holzboot, ne? Aber dass es so schnell kaputt geht. Ja gut. Dann, schauen wir mal, dass wir hier so schnell wie möglich mal eine Werkbank bauen und mal eben... Nächstes Mal nehme ich alles mit. Werkbank, Holz, alles, was ich brauche. Ich hoffe, der gibt mir jetzt genug Holz, der Baum. Und du geh mal weg hier. So. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Weil wir müssen ja auch noch erstmal die Werkbank bauen. Doch, ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht. Bin mir aber nicht sicher. Müssen wir eben schnell schauen. So, warte mal eben. So, Ja. Ich habe schon wieder ein Boot. Aber ich glaube, ich kann sogar noch eins bauen. Weil dann werde ich mir mal nämlich eben noch eins bauen direkt. In Reserve quasi. Sehr schön. In Reserve ist immer gut. So, jetzt wird es natürlich sehr gefährlich, weil jetzt gleich auch Nacht wird. Ich werde mal eben diese dämliche Erde wegschmeißen. Das brauche ich gerade nicht. Mal eben hier das Boot hinpacken. Falls das Boot nochmal kaputt geht, haben wir dann nochmal... haben wir dann nochmal in Reserve nochmal... Ich bin immer so ein Sortierfuchs, es tut mir leid. Haben wir dann nochmal in Reserve ein Bötchen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge, ich habe total die Orientierung verloren. Ich sehe schon gar nicht mehr, wo unser Gebiet ist. Es könnte sein, dass es da hinten ist mit der kleinen Insel. Ich muss jetzt erstmal mich um meine Nase kümmern. Ich würde sagen, in der nächsten Folge seht ihr dann erstmal, wie wir weiterschwimmen mit dem Boot. Und dann mal gucken, was wir alles so entdecken. Und ich hoffe, ihr seid ja wieder mit dabei. Also macht's gut. Ciao.